Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein X1 Yoga Gen 6 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite und da steht einmal hier ThinkPad X1 Yoga Gen 6. Allerdings ist hier drüben noch die Typenbezeichnung. Und ja, wenn man da auf unserer Shopseite das 20XY eingibt, findet man sehr, sehr schnell alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät. Also definitiv die einfachste Methode, da das Zubehör zu finden. So, allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, das ist ein Touchdisplay. Das heißt, das kommt, wenn man das tauschen muss, wie hier jetzt zum Beispiel auch, das kommt zusammen mit dem Display, mit dem Deckel, mit den Kabeln und Scharnieren, muss also einfach komplett getauscht werden, kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase, das Touchpad kann man einzeln tauschen. Um das Gerät zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Und zwar sind das nur die hier, die bleiben auch im Gehäuse, die kommen nicht vollständig raus, also man lockert die nur. Und es gibt einen Grund, dass hier vorne keine sind, weil die Unterseite ist hier nämlich eingehakt. Das heißt, auch beim Öffnen später nicht von der Vorderseite anfangen, sondern von der Rückseite oder den Seiten. Und ja, das sind ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, ich benutze hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und ja, hier ist alles dabei. Also Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen, die ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt habe. Und für die Kreuzschrauben und auch eigentlich für alles im Gerät nehme ich hier als Aufsatz ein PH0. Die Schrauben habe ich jetzt hier schon mal gelockert. Und dann kann man hier, glaube ich, ganz gut sehen, die Verbindungslinie zwischen Gerät und der Unterseite. Und ich will das jetzt hier nicht zerkratzen. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich da auch echt ein bisschen vorsichtiger bin. Ich nehme da einen der Öffner aus dem Gerät. Da kann man vielleicht auch versuchen, hier einen aus Plastik zu nehmen, um das weniger zu verkratzen. Und dann versucht man im Grunde genommen eine Öffnung zu schaffen zwischen Gerät und Unterseite, genau in der Verbindungslinie hier. Ich gehe dann versuche eben hier mit dem Öffner reinzukommen. Vielleicht sogar auch hier. Ah ja, hier geht das, glaube ich, ganz gut. Hier an dem Scharnier quasi kann man ganz gut hebeln. Das kommt jetzt auch wirklich immer darauf an, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht. Das kann beim allerersten Mal ein bisschen schwerer gehen. Da muss man einfach mit Geduld dann ans Werk gehen und dann hebelt man das nach oben. Auch ja, das Knacken, was da vorkommen kann, ist völlig normal. Da macht man nichts kaputt. Wenn es irgendwo schwer geht oder gar nicht geht, dann auf jeden Fall schauen, ob die Schrauben wirklich gelockert sind oder ob da vielleicht eine noch ein bisschen fester sitzt. Und dann hebelt man sich so im Grunde genommen einmal um das Gerät an den Seiten noch entlang und dann kann man das meistens auch mit den Fingern schon nach oben hebeln und dann mit ein bisschen rütteln und wackeln kriegt man das raus. Und dann, wie gesagt, das ist dann hier unten eingehakt und dann kann man die ja einfach rausnehmen und so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt aber irgendetwas anderes hier an dem Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und hier ist es so, der Akku ist direkt auf das Mainboard aufgesteckt. Das heißt, wir bauen den auch gleich aus.
Dafür muss man diese Schrauben hier, die hier ringsherum laufen, rausnehmen. Und wenn man alle Schrauben gelöst hat, dann kann man den Akku nach oben hin aus dem Gerät nehmen und ja, zieht den dann eben hier auch gleich vom Mainboard mit ab. Und ja, so kann man eben gegebenenfalls auch den Akku tauschen. Gut, was man hier noch sehen kann, hier ist übrigens auch noch der Pen, ist, dass der RAM in diesem Gerät tatsächlich aufgelötet ist. Das heißt, man kann den nicht erweitern oder tauschen. Wir sehen unter dieser Abdeckung hier die SSD. Dann wäre hier noch Platz für ein LTE-Modul. Da kommt es aber darauf an, welches Display man hat. Ob bei dem Display die LTE-Kabel mit dabei sind. Das ist in dem Fall jetzt nicht der Fall. Das WLAN-Modul ist hier auch aufgelötet. Und ja, dann zeige ich euch das nochmal ganz schnell. Also das, wenn man das Display abnehmen wollen würde, müsste man hier die Schrauben vom Scharnier rausnehmen. Auf beiden Seiten. Und dann muss man eben auf jeden Fall die WLAN-Kabel hier abnehmen. Die kann man einfach nach oben hin rausnehmen. Und auch dieses Kabel und dieses Kabel muss man trennen. Das funktioniert hier mit so einer Art Brücke. Also man klappt das hier erst nach oben hin auf beiden Seiten und kann dann das Kabel nach oben hin abziehen. Genau. Das macht man mit dem dann auch. Auch die WLAN-Kabel muss man hier rausziehen. Und dann kann man eben die komplette Einheit, das komplette Display mit Deckel und allem abnehmen und in umgekehrter Reihenfolge dann auch genauso wieder drauf montieren. Unter dem Akku ist hier übrigens auch das Touchpad. Und ja, das wird jetzt in dem Fall von diesen vier Schrauben hier gehalten. Und dann gibt es auch unter dem Klebeband hier noch das Kabel. Auch das muss man trennen. Und das läuft eben auch wieder mit einem Kippschalter oder Kippstecker. Das heißt, ich mache das mal schnell ab hier. Das heißt, auch hier ist es so, man muss den zuerst nach oben hin aufklappen. Dann kann man das Kabel hier rausziehen. Das ist in dem Fall jetzt eben auch nochmal aufgeklebt. Ich will jetzt hier auch nicht alles wegmachen unbedingt. Kann man aber, wie gesagt, einfach abziehen und dann kann man das Touchpad nach unten hin entgegennehmen. Und beim Wiederverbinden hier ist es auch so, einfach die Linie hier gibt an, bis wie weit das Kabel hier in dem Stecker, Entschuldigung, da bin ich in die Kamera gekommen, bis wie weit das Kabel wieder im Stecker sitzen muss. Und genau so, dann wird das wieder zugeklappt und dann sieht man genau hier. Dann machen wir hier auch das noch drüber. Und ja, so kann man gegebenenfalls eben auch das Touchpad tauschen. So, für die SSD muss man diese beiden Schrauben hier lösen. Und zwar wird das einmal, ist das die Halterung, und einmal die SSD selber. Und dann kann man so die Halterung wegnehmen. Und die SSD selber kann man dann hier so ein kleines bisschen nach oben, nicht zu viel, und dann aus dem Slot ziehen. Die klebt nämlich hier teilweise dann noch so ein bisschen auf dem Kühlstreifen. Und ja, kann so eben gegebenenfalls nachgerüstet und getauscht werden. Beim Wiedereinbau das gleiche Spiel, das kommt zurück in den Slot, wird so ein bisschen nach unten gedreht oder gedrückt, dass es dann da wieder richtig sitzt. Dann kann man hier einfach wieder die Abdeckung drauf machen und beides verschrauben. Beim Lüfter ist es hier so, der kommt nur zusammen mit dem Heatsink, also das ist die komplette Einheit. Der Lüfter selber ist hier nicht festgeschraubt, der sitzt hier quasi locker drin. Das heißt, man muss die vier Schrauben vom Heatsink lösen. Dann hier sind die Lüfterkabel bzw. das eine Kabel, das kann man so zur Seite einfach rausziehen. Und
und genau, und dann nimmt man die komplette Einheit nach oben raus und macht die neue wieder drauf. Muss man schauen, vielleicht, ob man da noch neue Kühlpaste braucht oder die noch geht. Und ja, das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist eigentlich tatsächlich am Ende nicht zu vergessen, das Kabel wieder zu verbinden, dass der Lüfter dann auch arbeitet, das Ganze in den Slot rein. Und ja, also im Grunde genommen auch super einfach hier gemacht. Der Akku, wenn man den wieder einbaut, der ist absolut passgenau hier. Das heißt, den kann man wirklich einfach hier auf die Gewinde drauflegen und dann hier oben ein bisschen draufdrücken auf die Verbindung zum Mainboard. Dann ja, einfach nur noch wieder verschrauben. So, die Unterseite hakt man jetzt eben hier vorne so ein bisschen in das Gerät, schauen, dass alle Noppen unten drunter sind und drückt die dann nach oben hin fest. Und genau, einfach schauen, dass da keine Lücke mehr ist. Und am Ende ja, wird das einfach natürlich wieder zugeschraubt und schon ist man damit durch. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.